Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Wir spielen das zweite Spiel mit unserer Bundesliga-Mannschaft in der Qualifikation für die Weekend League, wo wir jetzt nur ein Team haben dürfen mit maximal 78 Stärke. So, jetzt haben wir das... Nee, das passt nicht so richtig. Jetzt haben wir das Problem, der Gegner spielt mit Weiß und wir sind aber Weiß auf dem Radar. Aber ich hatte jetzt im ersten Spiel auch nicht so wirklich das Problem damit. Wir sind jetzt Weiß, okay, Punkt. Okay, ja, das ist ehrlich gesagt nicht ganz, was ich erwartet und gehofft hatte, dass hier die Spieler, ich hatte gedacht und gehofft, dass die Spieler nicht, oder die Gegner nicht alle direkt mit Mega, in Anführungsstrichen Mega-Teams spielen, also seltene Goldspieler. Das wird einfach nur bedeuten, dass ich wahrscheinlich dieses Turnier nicht gewinnen werde, können, tun. Aber das macht nichts, weil wir werden ein bisschen üben, trainieren, gucken, wie weit wir kommen. Und mich kurz konzentrieren. Oh, ich glaube, der spielt besser als der andere. Und dann werden wir einfach. Habe ich auf Ballbesitz gestellt? Werden wir wahrscheinlich einfach ein besseres Team holen und dann damit versuchen, uns zu qualifizieren. Oh Gott, geht direkt auf die Pace. Oh Gott! Erster Angriff, erster Konter, er macht direkt ein Tor. Aber wie gesagt, der Gegner spielt auf jeden Fall besser als der erste. Das merke ich schon. Ist vielleicht doch keine so gute Idee, die ersten Spiele hier zu machen, weil hätte ich wirklich auf Liga gehen sollen. Ich glaube, ich werde dann auf jeden Fall nochmal das Turnier anfangen mit der Calcio A-Mannschaft der italienischen Liga. Und wenn es dann genauso aussieht wie jetzt, dann werde ich wahrscheinlich erstmal Liga spielen, um mich ein bisschen einzuspielen und vor allem da halt auch Coins zu machen, weil das ist ja totale Geldverschwendung. Bei der Liga kann man schnell aufsteigen und sich mit einem Titel dann auch erstmal gute Coins verdienen. Und werde dann wahrscheinlich erst dieses Turnier wieder spielen. Schlechte Annahme von Haraguchi. Das Turnier wieder spielen, wenn ich mir das bessere Team geholt habe. Schön gemacht von Chandler oder mit Chandler. Oh, ich wollte direkt wieder runter auf Schmiedebach legen. Wäre so gut gekommen. Gehalten von Sommer. Wir sind weiß auf dem Radar. Gerade war das Problem, dass ich es verkackt habe und gedacht habe, wir sind schwarz. Schön gemacht mit Schmiedebach. Hat noch keinen Abschluss. Wir hatten generell noch nichts auf die Reihe gebracht nach vorn. Ich wollte auf Kramaric passen und deswegen habe ich direkt auf Abschluss gedrückt. Und dann kam jemand an den Ball, ich glaube Arangis war es, der da nicht so gut positioniert war. Geht schon krass über die Pace hier, was Costa angeht. Also ein bisschen mehr den Ball laufen zu lassen. Ich glaube, das ist ein Gegner, wo Schnellspielen nicht so viel bringt. Lieber ein bisschen versuchen, sich Räume frei zu spielen.
Nice! 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 Sehr nice! Also erstens mal geil gedribbelt, das war vielleicht jetzt so ein Beispiel für, man kann die Gegner leicht ausdribbeln. Und dann schön verdeckter Schuss von Arangis, der hier das erste Tor für uns schießt. Das erste Tor, wie wir 18, ja! Sehr schön! Charles Arangis, unser ZOM, unser Inform-ZOM. Nice! Und das gegen den Spieler, der auf jeden Fall besser ist als der letzte. Mal schauen, ob das so weitergeht. Das war doch mal nicht schlecht. Und wie gesagt, wirklich übers Dribbling gekommen, was krass ist, weil ich komme halt normalerweise nicht übers, oh Gott, nicht übers Dribbling. Ach, zum Glück, ich dachte jetzt echt, da kommt noch. So, wir sind weiß. Ach du Scheiße. Nein, da habe ich nicht mal ansatzweise gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Und das ist komisch, wie der den Ball hier annimmt. Oder es versucht. Okay, das waren jetzt Fahrlässigkeiten, die ich nicht gebraucht hätte. Also wo ich definitiv hätte besser spielen können, besser klären können. Deswegen guck mal, wie es auf außen aussieht, wenn man das auf außen zieht. Sieht gut aus. Ja, da haben wir den Ball nicht. Scheiße. Eine Drehung und bumm, das drin ist, Ding ist drin. Also, er ist auf jeden Fall viel gefährlicher nach vorne als ich. Er schafft es besser, sich durchzukombinieren und auch krass, wie da den Ball mit dem Immobile. Jetzt habe ich das Soundproblem, verdammt nochmal. Moment. Oh, jetzt habe ich hier auch keinen so Ton, ey, zum Kotzen. Komm. Fuck, ich höre einfach nichts. So, ich glaube, jetzt geht's wieder. Ja, konzentrieren, vielleicht bekommen wir noch einen guten Angriff hin. Goal for the visitors. Number four, Hiro Immobile. So, in Ruhe. Schwache Ballannahme. Keine Ahnung, wie er da an mir vorbeigekommen ist. Subotic einfach zu langsam. Eieiei, also man merkt wirklich, die Klasse der Spieler steigt teilweise. There will be a minimum of 2 minutes of added time. Aber steht erst 1-2. Wir haben noch alle Chancen der Welt. Okay. In der zweiten Hälfte haben wir noch alle Chancen der Welt. Aber der Gegner ist definitiv besser als ich und auch besser als der letzte Gegner. Von daher wird es sehr, sehr schwer. Aber es ist nicht unmöglich. Wir geben nicht auf. Gerade was halt das Verteidigen gegen ihn angeht, scheint wirklich nicht so geil zu sein. Wäre jetzt ärgerlich gewesen, weil da haben wir eigentlich ziemlich gut abgefangen. Oder standen gut im Weg.
Aber es müsste eine Ecke sein. Ja. So, zweite Ecke. In FIFA 18. Schade. Wäre natürlich geil gewesen, wenn jetzt dadurch das 2-2 fällt. Über den Eckball. Wollte ich logischerweise nicht hinpassen. Sind wir einen Tick zu spät gekommen. Kommt wieder über die Pace. Ah, Chandler macht das gut. Also Chandler gefällt mir als 76er echt gut. Mega schwacher Pass. Kann auch sein, dass der Schiron hier ein bisschen blockiert hat. Geht wieder der falsche Spieler hin. Oh, die sind echt schwach, die Spieler. Krass. Boah, es ist echt verwirrend mit dem Radar, merke ich so. Also ich muss wahrscheinlich wirklich mal schnell auf schwarze und weiße Trikots umschwenken. Oder hell und dunkel, damit ich mich besser dran gewöhne. Komm, wir brauchen nur ein Tor. Ich weiß gar nicht, ob ich dieses eine Tor wirklich will, weil da müssten wir ja nochmal in die Verlängerung. Es ist echt ein sehr anstrengendes Spiel fürs zweite Spiel in FIFA 18. Wie gesagt, ich werde es noch einmal dann probieren, dieses Turnier mit meiner Calcio A-Mannschaft, und wenn das dann ähnlich schlecht. Ich meine, selbst wenn ich mit der Calcio A-Mannschaft dann in die Runde 2 komme, also wenn jetzt schon hier die erste Runde so schwer ist, dann will ich ja gar nicht wissen, wie das dann in dem Halbfinale oder im Finale aussieht. Von daher. Oh, schieß doch einfach! Fuck! Das hätte natürlich das zweite Tor sein müssen. Fuck, Mann! Wieder dieser Scheiß, der da nicht geschossen hat. Diesmal war es Aranges. Ich spiele aber auch ultra defensiv, kann das sein? Schön, schön gespielt, aber leider hat es nicht gereicht. Fuck, und das war dumm. Das war einfach nur dumm. Aber da hat das halt. Ich habe halt gedacht, er antizipiert anders. Ich dachte, er läuft wohl ganz anders hin und hat es halt überhaupt nicht gemacht. Das war gerade so das Problem. Vielleicht auch mal offensiv gehen, fällt mir gerade ein. Aber wenn wir jetzt noch ein Tor fressen, ist es eigentlich, war es das wieder. Ich sag's und er macht's über einen 50 Meter Distanztreffer, alles klar. Naja, damit ist das Spiel durch. Und wir machen dann, wie gesagt, eins mit der Calcio A. Ich überlege, ob jetzt für das nächste Spiel, ob ich jetzt hier noch ein Spiel aufnehmen in der Folge oder ob ich noch eine weitere Aufnahme mache. Das Ding ist halt, ich weiß halt nicht, wie viele Aufnahmen ich produziere. Deswegen wäre es eigentlich ganz okay, wenn ich erstmal pro Spiel nur eine Aufnahme mache, damit ich ein paar Folgen habe, die ich raushauen kann. Mal schauen. Naja, wie gesagt, ein Spiel noch in dem Turnier mit Calcio, probieren, wie es da läuft, einfach mal so aus Spaß an der Freude. Wobei ich je länger das Spiel dauert, immer mehr mit dem Gedankenspiel erstmal bei der Liga zu spielen, weil das hier einfach keinen Sinn macht. Wir könnten ja auch mal gucken, was dann die anderen Qualifikationsturniere für welches sind, ob man da mit normalen Mannschaften spielen darf. Das wäre dann ja ganz gut, um hier ein anständiges Team zu bauen. Aber es widerstrebt mir halt trotzdem noch, dann super viele Coins für irgendeinen Spieler auszugeben. Also mehr als 2000 will ich eigentlich am Anfang einfach nicht ausgeben. Aber ich glaube, damit habe ich dann immer noch in den Turnieren einfach ultra. Ultra schlechte.
Also eine sehr schlechte Mannschaft im Vergleich zur Stärke des Gegners. Eigentlich eine schöne Ecke. Subotic. Ja, antizipiert es echt gut, also macht es nicht schlecht in der Verteidigung. Kann man nicht anders sagen, der Ball war eigentlich schon meine. Das müsste eigentlich rot sein. Ja, ah, direkte rote Karte im zweiten Spiel, aber. Also die Grätschen ohne Scheiß, die kommen echt scheiße. Aber es kann auch wieder an den Spielern liegen, dass die so kacke kommen. Oh, meine Grätsche, die geklappt hat. Naja, verdienter Sieg für den Gegner, war der bessere Spieler, hat das bessere Team, was soll ich da machen? Arrangis macht den ersten Treffer, schönes Tor. Ich glaube, ich werde das Turnier nicht nochmal spielen. Das ist wie gesagt einfach Zeit und Coinverschwendung. Ich gehe einfach direkt auf Liga 10. Online-Liga. Ich denke, da bekomme ich leichtere Gegner und kann da halt um Aufstieg und Titel spielen. Und mache damit auch mehr Coins. Und dann ja, überlege ich mir halt, was ich mir für eine Mannschaft hole. Aber wie gesagt, eigentlich möchte ich nicht mehr als 2000 pro Position ausgeben. Und das Spiel war auch echt anstrengend und ich bin schon ein bisschen müde, deswegen würde ich eigentlich lieber einfachere Spiele spielen. Okay. Dann wollen wir mal kurz schauen, was dann das nächste Daily Knockout ist. Es gibt keine Teilnahmebedingungen. Das klingt doch schon deutlich besser. Da werde ich dann versuchen, über 8, ja, Versuche. Oh Gott. Ganz ehrlich, ich glaube, ich werde es nicht schaffen. Mein Gefühl sagt mir, dass ich nicht trainiert genug sein werde, um das zu einem Turnier zu gewinnen. Schon Qualifikationsturnier, das ist ärgerlich, aber mein Gefühl sagt mir das. Nun ja, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten holen wir noch Belohnungen ab. Spiele eine Partie, 250 Münzen. Neulingsdebüt, 50 Münzen. 50 Münzen, geil. In diesem Sinne, Daumen nach oben, das wird euch loben. Bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Tschüss.